Hallo Sammelfreunde, Star Wars 8, die letzten Jedi startet auf Blu-ray und in den Streaming-Portalen. Und das ist Grund genug, einen Blick auf die zwar schon etwas ältere, aber dennoch immer noch aktuelle Star Wars-Kollektion von Tops zu werfen. Und damit willkommen zu diesem neuen Collectors-Video, zu dem ich euch recht herzlich begrüßen möchte. Ich versuche euch ja so viel Kollektionen wie möglich auch im Video zu präsentieren. Und da das im letzten Jahr zum Erscheinungstermin der Star Wars-Kollektion nicht geklappt hat, holen wir das jetzt einfach zum Blu-ray-Start des Films nach und schauen mal, was uns in dem Starter-Pack und fünf Boostern erwartet. Für alle von euch, die sich für Star Wars und die Kollektion interessieren und sie auch noch nicht gesammelt haben bisher, die ist also durchaus noch aktuell, läuft offiziell bis Ende August noch. Vorteil, wenn man etwas später einsteigt, ist, dass es auf den bekannten Online-Marktplätzen die Trading Cards schon deutlich günstiger gibt als von Tops eigentlich im Preis veranschlagt. So, das vorneweg. Jetzt schauen wir uns das Ganze näher an. Ihr seht, das Starter Pack hier oben ist es zu erkennen, kostet offiziell 8,99 €. Das Ganze enthält eine Sammelmappe, wie man es von Trading Cards Kollektion gewohnt ist. Dazu Checkliste und ein Päckchen mit sechs Karten. Dabei ist eine limitierte Karte von Rey. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Rückseite. Dann habt ihr die auch mal gesehen, bringt uns aber informativ jetzt nicht wirklich weiter. Dazu müssen wir reingucken und das machen wir jetzt direkt. Dann zerreißt es gleich die ganze Folie. So, dann haben wir hier das Deckblatt für den vorderen Teil der Sammelmappe mit einem schönen Bild auf der Rückseite. Hier haben wir das sogenannte Sammlermagazin mit ein paar Infos zu den Karten, welche Karten es gibt, Storykarten, reguläre Karten, dann natürlich die begehrten Folienkarten. Goldkarten sind diesmal dabei und Jedi-Folienkarten gibt es auch. Und dann gibt es schon 15 Karten zum neuen Film. Die ganze Serie ist ja im November erschienen, daher schon relativ erstaunlich, dass sie da schon Bilder zeigen durften. Und hier haben wir das komplette Checklist-Poster, auf dem ihr alle Karten abgebildet findet. Das Ganze recht übersichtlich, aber eigentlich alle Informationen drin, die man braucht. Und noch ein Vorteil, wenn man etwas später in die Kollektion einsteigt, man kann bald schon fehlende Karten nachbestellen, nämlich ab dem 1. Mai. So, hier haben wir die Sammelmappe und noch zusätzlich die Rückseite für die Sammelmappe mit einem Blick auf die dunkle Seite der Macht. Ich würde sagen, wir sortieren das gleich mal ein, damit man auch sieht, dass das alles passt. Das ist übrigens, wenn ihr das jetzt im Video nicht so direkt sehen könnt, auf glänzendem Papier gedruckt, also was man so auch von Tintenstrahldruckern als Fotopapier kennt. Hier aber natürlich nicht mit dem Tintenstrahldrucker, sondern richtig gedruckt. Aber das lässt die Farben noch um einiges kräftiger erscheinen, als es bei normalem mattem Papier der Fall wäre. Kommt dem Ganzen natürlich sehr zugute. So, ihr seht, das Ganze passt wunderbar rein. So sieht es dann von innen aus.
Platz haben wir auch ordentlich. Ich zähle mal eben schnell durch. Wir haben 12 bis zur Hälfte, also 24 Seiten insgesamt. Heißt dann also, bei einseitiger Bestückung gehen 216 Karten rein, bei beidseitiger 432. Ich habe eben nicht geguckt, ich muss mal schauen. Ja, es sind genau 216 Karten. Von daher, da hat Top sich mal Gedanken gemacht, dass es passt, wollte ich eigentlich sagen. Aber wenn man jetzt überlegt, dass es hier... Und da gucken wir jetzt auch mal rein, noch eine limitierte Karte gibt. Die war, glaube ich, bei den 216 nicht dabei. Sind wir bei 217. Und dann passt es schon nicht mehr, wenn wir das Ganze einseitig bestücken. Aber mal schauen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Karten an. Das, die limitierte Karte von Ray mit einem schönen Glanzeffekt. Ich hoffe, der kommt entsprechend rüber. Dann schauen wir mal, was wir noch für Karten haben. Da haben wir eine Karte mit einem Kampf, wo Yoda gegen Count Dooku antritt. Und auf der Rückseite das Ganze auch entsprechend beschrieben. Dann haben wir eine Karte des inzwischen in die Jahre gekommenen Luke Skywalker. Ein AT-M6. Und hier ist direkt eine dieser neuen Goldkarten. Und die machen auch schon einen sehr edlen Eindruck. Mit einem entsprechenden X-Flügler vorne drauf. So, das die Karten, die direkt dabei waren. 5 Stück, ihr seht das, davon eine die limitierte Karte. Und dann schauen wir noch mal, was wir in den 5 Booster noch zusätzlich haben. So, wir legen die mal hier entsprechend hin. Das die Booster. Und einmal von der Rückseite, und ihr seht, die ist auch aufgedruckt, über 210 Sammelkarten verfügbar. Wir haben eben gesehen, 216 sind es. 5 Karten sind drin in jedem Booster, und die besonderen Karten sind die Star Wars, die letzten Jedi-Glitzerkarten in jedem zweiten Päckchen, die Jedi-Glitzerkarten in jedem vierten, die goldenen in jedem sechsten Päckchen, und eine limitierte Karte in jedem 30. Päckchen. Das also der Booster von hinten. Hier haben wir ihn nochmal von vorne. Und es gibt auch nur ein Booster-Design. Zumindest habe ich persönlich nur eins gesehen. Und jetzt gucken wir in das Ganze auch mal rein. Da geht es los mit dem aus allen Filmen bekannten R2-D2. Dann haben wir hier einen Filmausschnitt. General Lux. Hier auch ein Filmausschnitt mit einem X-Flügler. Und eine Glitzerkarte von Ray. Jetzt muss ich mal gucken, ob man direkt erkennen kann, welche das sind. Kann man nicht, aber da können wir dann nochmal schauen, zu welcher Kategorie die gehören. So, zweiter Booster beginnt mit einem Bild des Silencers. Dann haben wir einen Exekutionssturmtruppler.
Luke Skywalker, den wir eben schon aus dem Starter Pack kennen. Und Yoda ist wieder im Kampf, diesmal gegen Darth Sidious. Und hier haben wir noch auch wieder eine Filmszene, wo Rey auf BB-8 trifft. Dann gucken wir den dritten Booster. Also im zweiten jetzt keine Sonderkarte dabei. Der beginnt mit Kylo Ren. Dann haben wir eine Filmszene mit Reys Vision. Nochmal Kylo Ren. Eine Filmszene, in der Finn gegen Kylo Ren kämpft. Und das war dann eindeutig das Kylo Ren Pack. Hier haben wir ihn nochmal als Glitzerkarte. Ich nehme mal an, das sind die Glitzerkarten, die es in jedem zweiten Pack gibt. Also die Star Wars letzten Jedi Glitzerkarten. Nächstes Päckchen beginnt mit Rose. Dann haben wir wieder eine Kampfszene, Obi-Wan Kenobi gegen General Grievous. Hier haben wir auch wieder eine Filmszene. Rettende Ratars heißt die. Kann ich persönlich jetzt nicht so viel mit anfangen. Dann haben wir Poe Dameron. Also sieht schon stark aus, diese gezeichneten Szenen, die dann so ins Realbild übergehen. Und hier haben wir wieder eine der Goldkarten mit BB-8. Das war dann schon mal ein guter Treffer, denn die ist ja eigentlich nur in jedem sechsten Päckchen drin. So, wir kommen zum letzten Booster. Der beginnt wieder mit einer Filmszene, dem Angriff auf Jakku. Dann haben wir eine Karte von Finn. Hier eine der neuen Filmszenen aus Star Wars, die letzten Jedi. Und dann haben wir direkt zwei Glitzerkarten, beziehungsweise sogar eine limitierte Karte, also die eigentlich in jedem 30. Pack nur drin sein soll. Das ist dann wieder Rey und ich befürchte, es gibt fast nur Rey in der Kollektion, zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen, dass das die Tatsache ist, die vielen so ein bisschen sauer aufgestoßen ist an der Kollektion, dass man sagt, man hat in jedem 30. Pack und in dem Starter Pack eine limitierte Karte. Es gibt aber letztendlich nur diese eine limitierte Karte und somit wiederholt sich das und man kann sie ja dann auch nicht wirklich tauschen, da jeder die gleiche limitierte Karte hat. Also das ein bisschen unglücklich vielleicht. Bei den englischen Kollektionen ist Topps da meistens ein bisschen weiter und packt dort mehr limitierte Karten dazu. Da frage ich mich so ein bisschen immer, warum geht das nicht auch in Deutschland? Also hier haben wir nochmal Rey als limitierte Karte, wie gesagt. Und dann haben wir noch eine Glitzerkarte von Chewbacca, die unser fünftes Päckchen abrundet. Und dann sind wir quasi schon durch mit dem ersten Blick auf die aktuelle Star Wars Kollektion von Tops, die Reise zu Star Wars, die letzten Jedi. Karten gefallen mir persönlich richtig gut, also vor allen Dingen die Sonderkarten, die Goldkarten sehen schon sehr, sehr edel aus mit dem Gold auf Schwarz und die Glitzerkarten hat Tops auch wieder sehr gut hinbekommen. Das Interessante an diesen die Reise zu Kollektion ist ja immer, dass auf den Kartenrückseiten relativ
viel Text und Erklärung dabei ist, sodass auch diejenigen, die noch nicht so firm sind im Star Wars Universum, sich da ein bisschen einlesen und zurechtfinden können. Das ist also mein erster Eindruck zu den aktuellen Star Wars Cards von Topps. Wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten werde ich, denke ich, nochmal ein Mappen-Update-Video machen, wenn das Ganze annähernd komplett ist. Fürs Erste danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und solltet ihr keins der künftigen Videos verpassen wollen, abonniert ihr am besten den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.